Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Alien Isolation. Wir sind auf der Anisidora und jemand hat die Anisidora in den Sevastoporau gebracht. Finden Sie sie? Und ich habe erst gedacht, das ist sie und damit meint der Taylor. Aber es vielleicht. Wollen Sie vielleicht Teil meiner Mannschaft werden? Sind viele Stellen offen. Ripley, Marlow hat mich hintergangen. Er wollte mir alle Daten über die Kreatur geben, damit ich sie der Firma übermitteln kann, aber er... Taylor? Taylor! Marlow, was machen Sie da? Was sich sonst keiner traut. Kommen Sie zu mir, Ripley. Ich habe etwas für Sie. Okay. Oh oh. Wenn Facehugger hier sind, dann müssten auch Aliens hier sein. Also so richtige. Ja gut, es würde ja piepen. LM-Link. Ah ja. Sevastopol, Log 543374. Was auch immer sich am Foster gehaftet hat, ist tot. Es lag neben ihrem Bett auf dem Boden, eingerollt wie eine Spinne. Foster sagt, ihr geht es nicht gut, aber ich habe sie trotzdem in den Hyperschlaf geschickt. Das Ding muss irgendwas getan haben, vielleicht kann ich den Prozess verlangsamen. Sevastopol ist die nächstgelegene Station, ich werde sie zur Untersuchung hinbringen. Es könnte ein Problem mit der Quarantäne geben, aber der Nostromo-Flugschreiber öffnet uns vielleicht die Tür. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Da sehen wir nichts. Anisidora, hier spricht Marshall Waits auf der Sevastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Sevastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber... in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstreckenshuttle. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sevastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht, sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits Ende. Alles klar, die Sevastopol war halt auch wirtschaftlich so schwierig und angeschlagen, dass sie das angenommen haben. Und dadurch ist das Alien oder der Infizierte zumindest auf die Sevastopol gelangt. Ach guck mal, das ist sogar so was Einfaches. Ladungspack. Also viel Munition geben sie mir nicht. Na, Marlo. Hier ist nichts weiter. Irgendwas übersehen? Nee. Ja gut, die haben ja geschrieben, dass die Anisidora nicht im besten Zustand ist. Ich habe versucht, Foster zu retten. Ich habe sie auf Sevastopol gebracht. Habe alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Dumm. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur hinter sich verwischen. Alle Anzeichen zerstören. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Sobald es Kontakt aufgenommen hat,
hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Ja, okay, also im Grunde ist er, versucht er schon die Menschheit zu schützen, nur halt sehr radikal. Sagt sich, im Zweifel gehen hier alle drauf, aber Hauptsache, es breitet sich nicht weiter aus. Aber an sich so, könnt ihr erstmal die Informationen übermitteln. Das Problem war ja eher noch so Apollo. Und das ist mir auch noch ein bisschen unklar. Dieses Signal zu überschreiben und der Kauf, das kam ja vom Valent Yutari. Und dass die hier alle erledigen sollten, diesen Organismus schützen sollten. Das kam ja nicht nur, was sie da gefunden haben, sondern irgendeine höhere Macht versucht da. Ah, das hier ist aber abgeschlossen. Eine höhere Macht versucht da irgendwie Einfluss zu nehmen. Hier sind die Pots. Hier ist was zum Speichern. Haben wir was übersehen? Nee. Wohnbereich, Besatzung. Ach, das ist der Wohnbereich. Na dann. Sieht vereist aus. Zwei Filter. Okay, da sieht's nach Action aus. Hier ist nichts. Würde ich behaupten. Dann müssen wir wieder ein paar Schalter einstellen. Nutzen Sie das Terminal. Das ist der Generator. Wartungsterminal, kein Strom. Stellen wir jetzt gleich wieder was an? Machen wir alles kaputt? Kriegen ein bisschen Feuer, aber ich glaube, es ist ja nur Facer da. Flugschreiberdaten ansehen. Oh. Oh, jetzt wird es interessant. Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Dies ist für meine Tochter. Hi, Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Mein Schiff. Es gab einen Unfall, Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben, wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Im Grunde hat sie sowas Ähnliches wie Marlow gemacht, oder? Verdammt. Oh Gott. Aber vielleicht ist sie irgendwo noch da draußen. Wie lange ist das her? Gab es eine Zeit gerade, wann das passiert ist? Da ist Taylor Marlow. Hey, Marlow. Jetzt wissen Sie Bescheid. Das
So. Ich werde den Fusionsreaktor überlasten. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören. Und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. Haben wir jetzt gerade eine Wahl? Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun! Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Da sind noch Überlebende auf der Station. Marlo! Aber nicht Foster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Wow, Taylor. Oh mein Gott. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Er hat es in Gang gesetzt. Taylor, ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Okay. Warnung. Fusionsreaktorenüberlastung im Gang. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben A, U, X. Okay. Ich hab's gefunden. Gut. Was soll ich drücken? Auxiliargenerator laden. Was hat eigentlich wirklich studiert? Okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Was ist es? Eieiei, so, 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 so. Ah. Und D. Ja, vielleicht hätte man hier schon Ende haben können. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß nicht. Oh Gott. Sie haben es geschafft. Halt, das stimmt nicht. Ich verstehe nicht. Primärsystemeinsturz. Systemweite Störkaskade. Oh, Scheiße. Marlo hat eine Überlastung erzwungen. Das Schiff wird in zwei gerissen werden. Taylor, komm da raus. Taylor! Shit. Wow. Geh auf. Da gehen wir nicht lang. Wow. Wo müssen wir lang? Gibt es noch einen Weg? Ja. Komm. Weiter. Wow. Wow. Komm. Ich will aber nicht zurück auf diese Wasserkugel. Nein! Komm! Da! Da ist der Shuttle! Komm! Go, go, go! Und jetzt wieder ganz entspannt hinsetzen. Mann, 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 Mann. Oh, bitte Ricardo. Nicht. Ricardo! Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel.
Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Wir sind wieder am Anfang. Wir versuchen... Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo, Sevastopol? Bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Wer ist denn noch auf der Torrents? Habe ich ganz vergessen. Okay. Wir sind bei Sixen Communications. Ich würde gerne abspeichern. Also mancher sieht schon ziemlich gleich aus. Das ist ein bisschen schade. Das ist farblich ein bisschen anders, aber ansonsten ist schon viel und schön gemacht. Aber ja, wir sind wieder hier. So, auf der Sevastopol mit einem Haufen Aliens. Zum oberen Transit. Sollen wir nicht hin, oder? Piept ja, wenn ich was habe. Das ist eine Karte. Ich mach Flammenwerfer, weil wenn dann das Alien Problem macht. Verlaine ist noch auf der Torrents. Aber wo ist denn Ricardo? Cystic Lobby. Was ist denn das für einer? Muss ich hier jetzt lang? Aber nicht speichern. Okay, was passiert, wenn ich zum Lorenz Systex Spire gehe? Ricardo müsste doch in dem Marshall Bureau sein. Oh, okay. Aha. Ja. Alles klar, hier läuft dann so ein Alien rum. Nee. Okay.
Also da oben war noch ein Typ mit einer Waffe. Eigentlich will ich da nicht schießen. Ah! Es geht nicht darum. Okay, es geht schon darum, Ricardo zu kontaktieren, aber der zu finden. Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Siegsen ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen die? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können Sie das? Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern. Wir sind gefährlich und verzweifelt. Siegsens Sicherheitsdienst, aber... Komme ich hier rum? Gibt es hier einen kleinen Heimweg oder ist es einfach nur... Ist einfach nur ein bisschen Ausrüstung. Ich würde immer noch gerne speichern. Kommen wir nicht raus, oder? Oh, jetzt kommen alle. Ich habe ein Problem. Dallas, Captain der Nostromo, Ende. Nein! Hey, da draußen ist irgendwas. Okay, da draußen ist irgendwas. Da hat sich gerade was bewegt. Hey, da draußen ist irgendwas. Auch noch ein Geräuschmacher. Okay. Sie sind hier nicht willkommen. Wow. Nachladen. Noch jemand? Ah ja, hier hätte ich mich verstecken können. Medkit, Rohrbombe.
Okay. Hier war noch einer. So, was gibt's hier noch? Können wir uns das Leben noch einfacher machen? Luftreinigung. Ne, hier haben wir schon alles gemacht. Luftreinigung, Beleuchtung. Alter! Mein Herz, ey. Okay, also ganz offenbar, also wenn es den Alien gäbe, das wäre ja schon aufgetaucht. So. Okay. Das war auf jeden Fall schon mal spannend. Wir finden hoffentlich nächste Folge Ricardo. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Folge Alien Isolation und eurem Neosuit. Bis dahin, ciao.